Sie kommt aus dem Erzgebirge, genau gesagt aus Oberwiesenthal, und sie hat bei der Tour de Ski, dem absoluten Saison-Highlight im vergangenen Jahr, den 8. Platz in der Gesamtwertung belegt. Damit nicht genug. Sie hat Historisches geleistet. Was genau? Das wird sie uns gleich erzählen. Katharina Henning. Als ob sie nie was anderes gemacht hätte. Auf unserem DSV-Catwalk, der jetzt ein bisschen gelitten hat durch den Regen, aber ich glaube, ein roter Teppich ist immer noch alle Ehren wert. Ganz toll. Herzlich willkommen, Katha. Hi. Wir waren das wieder mit der berühmten Ghetto-Faust. Schön, dass du da bist und herzlichen Glückwunsch zum Goldenen Ski. Danke. Wir haben ja hier unsere beliebte Reihe, der Goldene Ski und der Deutsche Skiverband, hier im Open-Air-DSV-Studio. Alles ein bisschen anders in diesem Jahr. Und für dich tatsächlich auch das allererste Mal, dass es mit dem Goldenen Ski geklappt hat. Genau, also für mich das erste Mal. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass die Wahl auf mich gefallen ist. Also vielen Dank. Und ich habe es gerade eben schon kurz erwähnt, was du alles Großartiges geleistet hast. Und das wollen wir uns natürlich jetzt nochmal anschauen. Da muss man ein paar Superlative bemühen. Es war fast schon historisch. Der erste Podiumsplatz seit, weißt du es, seit wie vielen Jahren es für den Deutschen Skiverband im Langlaufbereich keine Podiumsplatz gibt? Seit Steffi das irgendwo in Russland gemacht hat. 2015 war es. Ich war mir nicht ganz sicher jetzt. Ah ja, genau. Also eine lange Zeit, eine lange Durststrecke. Aber wir haben das ja immer vernommen. Es tut sich was im deutschen Langlaufteam. Und ihr schnuppert euch da jetzt so peu à peu wieder an die Weltspitze ran. Gutes Gefühl gewesen und jetzt auch gutes Gefühl mitgenommen in den Sommer? Ja, also das definitiv das Gefühl, wo ich sage immer gerne, wo mir das passiert ist. Das war schon sehr überraschend, weil ich habe nicht damit gerechnet, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte mir für den Tag natürlich viel vorgenommen, wollte da eigentlich schon auch das beste Rennen meiner Tour machen, weil das einfach mein Ding ist, klassisch Massenstart. Und dass mir das dann so gut gelungen ist, das hätte ich natürlich nicht erwartet. Deswegen war das schon eine sehr überraschende Freude. Und letztes Jahr war die Tour de Ski natürlich das Highlight. Gab keine Weltmeisterschaft. Und da hast du auch richtig gut performt. Also insgesamt eigentlich alles aufgegangen. Ja, definitiv. Also ich hatte vor Weihnachten, also der Weltcup in Planitz, das war so mein Loch, was ich eigentlich immer habe. Dann habe ich mich über Weihnachten erholt und konnte dann tatsächlich durchstarten. Ich bin echt froh gewesen, dass es aufgegangen ist. So, und dann normalerweise legt man dann erstmal die Beine hoch nach so einer anstrengenden Saison, trinkt vielleicht mal ein Glas Prosecco dann im Stillen und freut sich, dass das alles so gut funktioniert hat, fährt vielleicht irgendwo in den Urlaub und vergräbt die Füße im Sand. Nichts war's. Nein, das war wohl nichts. Stattdessen? Stattdessen eigentlich daheim geblieben. Und wir haben dann, weil die Wettkämpfe ja eher vorbei waren und wir nicht so viel Wettkampfkilometer dadurch hatten, eigentlich peu à peu mit dem Training dann gleich weitergemacht. Also die Saisonpause war dieses Jahr gar nicht so groß. Das heißt, trainiert auf Asphalt mit Roller oder wie muss man sich das vorstellen? Viel zu Fuß? Ja, also am Anfang des Jahres haben wir das bisschen Schnee, was noch war, ausgenutzt. Dann haben wir natürlich viel gerollert, viel zu Fuß, aber konnten natürlich auch die Skihalle in Oberhof zur Genüge nutzen und waren ja eigentlich fast jeden Monat, um dort auch Schneekilometer zu absolvieren. Das klingt so ein bisschen wie bei den Schwimmern das Kachelzählen. Ja. Wie viele Male bist du denn diese 1,5 Kilometer in der Halle gelaufen? Keine Ahnung, ich will es auch nicht wissen, aber es ist natürlich besser, als wenn man kein Schneetraining hat und es ist nicht so weit zu fahren und deswegen auch mit den Bedingungen im Laufband vor Ort halt einfach schon einmalig. Jetzt verbindet man normalerweise Langlauf ja mit einer wunderschönen Landschaft, durch die man läuft, aber man muss mal die Gedanken so ein bisschen beiseite legen kann, die einen beschäftigt, die Seele baumeln lassen kann. So stellt man sich zumindest mal vor und so macht es der Hobbyläufer vielleicht. In der Skihalle wird es dann vermutlich ein bisschen zäher. Wie lenkt man sich da ab, wenn man dann 2-3 Stunden dann diesen Hamsterlauf da absolviert? Ja, also wir stellen uns dann schon auch Aufgaben. Erik lässt sich immer was einfallen, mal Stock weg, mal ganz ohne Stöcke. Und dadurch kann man sich das schon so ein bisschen einteilen. Ab und zu hört man auch mal ein bisschen Musik oder mal ein Hörbuch oder irgendwas. Also dann geht das schon auch um die Zeit. Tatsächlich auch Hörbücher dann? Ja, ich höre tatsächlich auch manchmal ein Hörbuch. Zum Beispiel, was gab es? Muss ein relativ dicker Schinken gewesen sein dann, oder? Ja, genau. Also ich habe von Ken Follett was angehört. Ah ja, Ken Follett ist immer, da kann man viele Stunden verlassen. Viele Stunden
verbringen in der Skihalle. Ja, wir haben es jetzt schon ein bisschen ganz leise anklingen lassen, wie in jedem Interview, in jedem Gespräch. Corona natürlich in aller Munde und immer natürlich auch irgendwie im Hinterköpfchen. Du bist ja seit einiger Zeit Wahlallgäuerin, ich glaube, so kann man es sagen. Bist in Oberstdorf auch mit dem Stützpunkt beheimatet. Wie sehr hat dich das beschäftigt? Normalerweise müssten jetzt überall schon die Fahnen hochgezogen sein für diese Heim-WM, auf die wir uns ja alle freuen, 2021 im Februar. Aber es ist ja alles so ein bisschen mit gebremstem Schaum, die Freude. Bei dir auch? Ja, also gerade nach der letzten Saison, da stand ja schon alles erstmal ganz schön auf der Kippe. Das hat sich dann so sommerüber ein bisschen relativiert alles. Wir haben dann auch erstmal ganz normal trainiert, haben versucht, gar nicht so dran zu denken, dass wir für den Fall, dass alles ganz normal stattfinden kann oder zumindest mit Zuschauern, dass wir halt einfach fit sind. Und jetzt, wo es aber Richtung Winter geht, kommt es schon wieder mehr ans Bewusstsein, weil wir jetzt auch merken, was das logistisch einfach für ein Wahnsinn da auf uns zukommt mit Testen und so weiter. Und ja, natürlich beschäftigt man sich damit, aber ich denke, man sollte da den Kopf nicht in den Sand stecken und das Beste draus machen. Vor allem nicht in Schnee stecken, der dann hoffentlich dann auch noch kommt. Wie geht's denn jetzt weiter? Apropos Schnee, jetzt Skihalle ist ja schön und gut, aber irgendwann, glaubt so viel Natursport seid ihr ja alle, also Sportler seid ihr alle. Ich gehe mal davon aus, ihr kratzt schon so ein bisschen und sagt, Trainer, wann geht's los? Definitiv. Also ich denke, in der Halle waren wir jetzt genug. Wir freuen uns jetzt, dass wir das erste Mal draußen auf Schnee gehen können. Das haben wir jetzt Ende Oktober in Davos geplant, bis Anfang November. Und dann geht es ein paar Tage später schon nach Munio, hoffentlich zur Vorbereitung. Und dann geht es zum ersten Weltcup. Generell würdest du sagen, du bist fit, Hausaufgaben soweit gemacht, dass das alles passt? Ja. Also das, was geplant war, habe ich bis jetzt auch so absolvieren können. Bin ich krank geworden, Gott sei Dank. Hoffe, dass das auch noch so bleibt, bis es losgeht und dann schauen wir mal. Und der Teamspirit scheint auch zu funktionieren. Gerade eben noch mal kurz euch so ein bisschen belauscht und beobachtet bei der Einkleidung. Natürlich jetzt nicht bei der Einkleidung per se, sondern einfach so, wie ihr miteinander umgeht. Ihr seid eine richtig eingeschworene Truppe. Freut euch, wenn ihr euch jetzt hier auch begegnet. Hier. Ja, definitiv. Wir kamen auch gerade aus Oberhof, weil wir waren ja nicht in voller Mannschaftsstärke, gerade zum Lehrgang. Wir hatten eine Ferienwohnung zusammen und das hat funktioniert. Also 5 Mädels, da weiß jeder, was er zu machen hat und das ist ganz cool, ja. Was heißt das? Das heißt, du hast immer den Wasserkocher dabei und die Viktoria Karl den Trockner, oder? Ja, die hat ja daheim geschlafen, Oberhof, aber zum Kochen, also wir haben uns ja selbst verpflegt, da weiß halt jeder, was es zu tun hat und ja, weiß nicht, es funktioniert ganz gut. Das ist schön, dann hoffe ich, dass es dann auf der Loipe genauso gut funktioniert. Ja. Wann wäre es denn eine tolle WM-Saison für dich persönlich? Wenn, Wenn ich an die Ergebnisse, die ich letztes Jahr gezeigt habe, anknüpfen kann, weil mir schon bewusst ist, dass das nicht selbstverständlich ist, da muss man einfach für, hart für arbeiten und ja, ich wäre sehr zufrieden, wenn ich auch die Top 8 öfters schnuppern könnte. Das wären wir auch und natürlich, da sind wir Fans genug, liebäugeln wir natürlich auch damit, dass es vielleicht dann zumindest in der Staffel oder im Team irgendwie dann noch funktioniert, vielleicht sogar Richtung Podium zu schnuppern. Würde uns freuen, dass du es drauf hast, das haben wir gesehen und wir drücken ganz, ganz fest die Daumen und gemeinsam im Team, glaube ich, für dich und für alle zusammen. Ich glaube, so war das Motto der diesjährigen Einkleidung. Das nehmen wir einfach in den Winter mit. Drücken die Daumen, sagen ganz herzlichen Glückwunsch nochmal zum goldenen Ski und vielen Dank. Alles Gute, Katharina Henny. Danke, ciao.